Es fühlt sich irgendwie nicht so an, aber der S&P 500 ist jetzt 3 Tage in Folge negativ. Natürlich kein großes Minus, aber eben auch kein Plus. Das heißt, wir sehen, dass die Rallye, die in der letzten Woche ja vor allem durch Jerome Powell ausgelöst wurde, irgendwie zum Stehen gekommen ist. Und es dürften 2 Faktoren dafür mit maßgeblich sein. Der erste Faktor ist, wir sind in der Blackout Period. Das heißt, die allermeisten S&P 500 Unternehmen können keine eigenen Aktien derzeit zurückkaufen im Vorfeld der dann ja bald wieder beginnenden nächsten US-Berichtssaison. Das ist das eine. Und das andere ist das, was man als Rebalancing bezeichnet in den USA. Also eine Wiederbalancierung, eine Ausbalancierung von Pensionskassen im Verhältnis von Aktien und Anleihen. Und die Pensionskassen waren offenkundig sehr stark übergewichtet in Aktien und müssen das jetzt zum Quartalsende abbauen, müssen also Aktien verkaufen, um das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen wieder in das für sie vorgeschriebene Maß zu bringen. Meistens 60-40, also 60% Aktien, 40% Anleihen. Das ist so ein Klassiker, ist aber bei verschiedenen Pensionskassen unterschiedlich. Wer ist der Verkäufer? Eben diese Pensionskassen. Pensionskassen. Wir sehen hier, wie es gestern dann zum Handelsschluss nochmal deutlich nach unten gegangen war zwischenzeitlich. Alles nicht dramatisch, aber wir waren ja eigentlich den ganzen Handelstag im Plus. Bei den US-Indizes sind dann ins Minus gedreht, der Nasdaq mit am stärksten noch. Dritter Down-Day für den S&P 500 hintereinander. Hier sehen wir mal diese 32 Milliarden Dollar, die Pensionskassen rebalancen müssen. Das ist das größte Volumen seit Juni 2023. Und hier ein Analysehaus sagt ganz konkret, ja, das ist mit die Hauptursache, nämlich Goldman Sachs, das ist mit die Hauptursache dafür, dass wir dann gerne auch Richtung Handelsschluss nochmal Schwäche sehen bei den US-Indizes. Dünne Handelsvolumina insgesamt, fühlt sich ja alles so ein bisschen an, als wären wir in einem Sommerloch, aber das, was wirklich wichtig ist in dieser Woche, kommt am Karfreitag, wo die Märkte geschlossen sind, PCE, Inflationsdaten und Aussagen von Jerome Powell, obwohl der ja wahrscheinlich nicht allzu viel Neues verkünden wird, nachdem wir ja die Pressekonferenz erst in der letzten Woche gesehen hatten. Das sind die Magnificent Seven, da ging es dann zum Handelsschluss deutlich bergab. Das gilt vor allem für Nvidia, die ja im Plus war, dann 2,5% ins Minus gedreht ist. So goes Nvidia, so goes the Nasdaq, so goes the stock market, könnte man sagen. Schauen wir uns mal hier an, was Nvidia eben bisher geleistet hat. 29% des Anstieges des S&P 500, der etwa ja 10% gewonnen hat. 4 Billionen seit Jahresbeginn, entspricht in etwa dem deutschen BIP, was man da mal hatte zulegen können. Fast ein Drittel alleine durch den Anstieg von Nvidia. In anderen Quartalen war es Microsoft oder sehr gerne eben auch Apple. Die sind da ein Stück weit entfernt davon. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst mal hier sehen wir diese Formation rechts. Nvidia könnte so ein bisschen schwierig werden jetzt. Mal gucken. Und hier heißt es bei Bloomberg, naja, es steigen die Bedenken, denn wir haben ja gesehen, Microsoft, vor allem Alphabet, Amazon, Meta, die wollen ja ihre KI-Infrastruktur aufbauen, kaufen dafür Chips. Jetzt haben sie das Problem, dass sie Chips gekauft haben en masse, die jetzt wahrscheinlich sehr schnell veralten, weil Nvidia wieder einen neuen, leistungsfähigeren Chip auf den Markt bringen wird. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, schaffen sie es wirklich, diese ganze Geschichte profitabel zu machen? Bisher jedenfalls nicht. Nicht? Also man sieht emsige Goldsucher, die allerdings kein Gold finden, zumindest nicht ein solches Gold, was man dann erfolgreich am Markt verkaufen könnte. Gemini oder Gemini und Copilot sind noch in den Kinderschuhen. Das ist im Grunde Spielerei, das ist nicht wirklich ernst zu nehmen aus meiner Sicht in weiten Teilen. Und jetzt eben die Frage, wird dann eine nächste Runde noch kommen, wenn die sehen, ups, es ist ja doch nicht so das ganz, ganz große Business. Und das in einer Situation, wo die Schaufelverkäufer am meisten geschortet sind, das Volumen Short in Nvidia ist groß, dann kommt schon Microsoft, dann kommt Apple. Dann kommt Tesla, dann kommt Meta, aber auch MicroStrategy, die Firma von Michael Saylor, die viel höher bewertet ist als die Bitcoins, die man im Portfolio hat. Und das Einzige, was diese Firma ja irgendwie wirklich macht, ist Bitcoins zu kaufen.
ist sehr stark geschortet in Relation zu dem, was sozusagen an Marktkapitalisierung hier der Fall ist. Also wir sehen hier mal die Kandidaten. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass auf wöchentlicher Basis der S&P 500 immer noch so stark überkauft ist, obwohl es jetzt 3 Tage kleine Mini-Abgaben gegeben hat, der so stark überkauft ist wie seit Januar 2020 nicht mehr. Also kurz vor die Corona, sichtbar unten am RSI. Und hier sehen wir mal die Apple-Aktie. Wir sehen, Apple scheint so einen Doppeltop gemacht zu haben. Jetzt an der Nackenlinie, die sollte verteidigt werden. In Relation zum S&P 500 ist Apple auf dem tiefsten Stand seit 28 Monaten. Und wir sehen, dass diese, rechts sehen wir das in dem Chart, dass diese Erholung, die zwischenzeitlich ja der Fall war, irgendwie wieder abverkauft wurde. Gestern ja die Meldung, dass die iPhone-Shipments in China um 33% gesunken sind. Pardon, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den saisonalen Verlauf Dow Jones, S&P 500, Nasdaq und Russell 2000. Diese Nebenwerte normalerweise in der Osterwoche vor Good Friday, vor Karfreitag, positiv. Nasdaq mit 1,3%, Russell knapp 1%, S&P 0,9% und Dow Jones 0,85%. Jetzt ist es normalerweise so, dass wir eigentlich so Mitte Februar bis Ende März eine schwache saisonale Phase haben in Wahljahren. Das war dieses Jahr ja eher nicht der Fall. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht, ob wir jetzt nochmal zulegen können vor dem Karfreitag, was derzeit an den Märkten insgesamt los ist. Das sehen wir sehr gut mit dem Trump Media and Technology Group. Also das wurde gestern ja an die Börse gebracht, SPAC. Hatte man also schon einen Börsenmantel, die Aktie massiv gestiegen, 55%, dann ging es allerdings auch wieder runter. Jedenfalls hat das dem Donaldo so ein paar Milliarden in die Kasse gespült für ein Unternehmen, das Verlust macht, das praktisch kaum Umsätze hat. Kaum Umsätze erzielt, erstaunlich. Price-to-Sales-Ratio jetzt bei 2300. Dagegen ist Reddit mit 12,9 ja schon eher lächerlich. Also wir sehen, wie die Dinge hier gelagert sind. Da wird ein Unternehmen, das absolut unprofitabel ist, wird mal eben mit vielen Milliarden bewertet. Dem Donald soll es recht sein. Dann kann er seine Strafen zahlen, die ihm wohl aufgebrummt werden. Wir haben heute nachbörslich dann noch gesehen, S&P Global hat downgraded the 5 regional US banks to negative. Da sind dabei die First Commonwealth, die M&T Bank, Synovus, Trustmark und the Valley National Bank Corp. Wir sehen das, unten sehen wir mal den KRE, also diesen Regionalbankenindex, mehr oder weniger seitwärts gelaufen in letzter Zeit. Vor allem die Exposure in Commercial Real Estate, also in Büroimmobilien, wird hier genannt als Grund. Hier sehen wir mal übergeordnete die Rendite unten. Ist sozusagen an das Ausbruchsniveau wieder zurückgekehrt, tendiert jetzt wieder leicht nach oben. Der Dollar wird weiter stärker. Eigentlich jetzt nichts, was so bombig für die Aktienmärkte sein sollte. Wir haben nach wie vor die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation in den USA wieder anzieht, die jetzt durch dieses seltsame Unglück in Baltimore noch verstärkt wird. Wir haben hier nicht nur Kohle, nicht nur Autos, Gefahrenstoffe wie Propangas, da ist dieser Hafen sehr, sehr wichtig. Jetzt muss man weit, weit ausweichen. Das wird Lieferketten beeinflussen, dürfte wohl auch die Preise dann nach oben bringen. Und es wird ja viel spekuliert, was ist da eigentlich passiert? War das vielleicht eine Cyberattacke, wie manche sagen, aber das ist Spekulation. Man hat sich ja seitens des Weißen Hauses beeilt, schnell zu sagen, war halt irgendwie ein technisches Problem gewesen. Probleme sehen wir derzeit auch, was die Daten in den USA betrifft. Wir haben eine ziemliche Spaltung zwischen Soft-Daten, also Stimmungsdaten, Verbrauchervertrauen, solche Geschichten, und harten Daten, zum Beispiel Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die gestern ziemlich gut waren in den USA, dagegen schwach. Eben das Verbrauchervertrauen, dann haben wir Philly Fed Services gesehen, Richmond Fed Manufacturing, alles relativ schwach, Texas Services ziemlich negativ. Aber die Auftragseingänge, wie gesagt, für langlebige Güter relativ stark. Also hier diese Divergenz zwischen harten und weichen Daten, die sich hier aufmacht.
Und eine Divergenz zwischen dem, was die Bank of Japan, die vielleicht mit dümmste Notenbank der Welt, versucht zu erreichen und dem, was sie faktisch erreicht, nämlich, dass der Yen immer weiter abwertet, damit den Inflationsdruck weiter schürt und das, obwohl die Notenbank jetzt das erste Mal seit 500.000 Jahren ihre Negativzinspolitik mit einer Zinsanhebung beendet hat, aber wir sehen dennoch Dollar-Yen auf den höchsten Stand seit 34 Jahren gestiegen mit knapp 152. Und jetzt drohen die Japaner, droht die Notenbank mit Intervention. Böse, böse, böse. Das ist ja viel Spekulation. Aber klar, wenn du halt eine so desaströse Geldpolitik betreibst, dann musst du dich nicht wundern. Gilt auch für China. Hier allerdings jetzt das erste Mal seit längerer Zeit die Industrieprofite wieder besser gewesen und man versucht also jetzt vor allem den Manufacturing-Bereich in China zu stützen oder Peking versucht das und hier sagt die New York Fed, ups, das könnte dann den Inflationsdruck auch in den USA weiter verschärfen, mal sehen, aber der kommt so oder so, weil die Financial Conditions sich so gelockert haben, dass dann eben Inflationsdruck herrscht. Inflationsdruck ist hier noch nicht so groß oder noch nicht wieder so groß, aber dennoch, die deutsche Vision ist unbezahlbar. Wir haben den Roberto, der ja gerne mit Sonnenenergie und Windkraft versucht, hier eine Industrienation mit Strom zu versorgen. Das kann nicht wirklich gelingen. Wir werden einen erheblichen Teil unserer Wirtschaftsleistung dafür bezahlen, für etwas, was sowieso null bringt. Denn was wir weniger hier in Deutschland an CO2 ausstoßen, wird innerhalb Europas durch diese ganze CO2-Zertifikate-Geschichte ausgeglichen. Dann kann ein anderer eben schlichtweg mehr ausscheiden. Großartig. Indien verdoppelt seine Kohleproduktion, wird deutlich mehr CO2 ausstoßen. Also ob wir da jetzt uns systematisch arm machen oder nicht, ist eigentlich egal, aber für die Grünen ist das so eine Art, wie soll man sagen, Reinheitsgebot. Ja, am deutschen CO2-Wesen muss die Welt genießen. Hier ein Physiker, der sagt, diese deutsche Vision ist unbezahlbar. Ein Energieforscher, Energiespeicherforscher. Und das wird nicht funktionieren, sagt er. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer werden. Naja, aber die Deutschen kümmern sich ja alles, es sei denn um die Wirtschaft und die ergreift langsam eben die Flucht. Wir sehen, dass die Investitionen in Deutschland zurückgehen, das Kapital verlässt Deutschland und Firmen investieren im Ausland, eben weil wir eine so großartige Politik haben. Großartig natürlich auch Nvidia, die Bullen in Sorge. Was ist da vielleicht mal der negative Fall bei Nvidia? Obwohl Nvidia kann ja nur steigen, wie wir gesehen haben. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite, BYD-Aktie heute massiv unter Druck. Ist das ein Vorbote für Tesla, die gestern ja zulegen konnten, aber wahrscheinlich auch ein kleines Absatzproblem schon haben. Also, diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen empfehlen. Und wenn Sie die gut finden, empfehlen Sie die weiter. Da sind ja diese Social-Media-Button, die einfach klicken, dann wird das Ganze geteilt. Würde mich persönlich freuen und jetzt Ihnen einen guten Start in diesem Mittwoch. Servus, ciao.